Heute im Christuszentrum Limburg begrüßen wir ganz herzlich Cornelia und Toni Heule. Herzlich willkommen. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind sehr gerne gekommen. Ja, wir hatten schon zwei spannende Gottesdienste mit euch beiden, haben das sehr genossen, wie ihr uns das Wort ausgeteilt habt. Ihr leitet die Life Unlimited Church in Neu-Ulm. Da kann man euch auch finden, eure Gemeinde, eure Website. Und heute im Interview bei uns. Wir freuen uns und starten mit der Frage, Pastoren seid ihr beide als Ehepaar? Findet man auch nicht immer. War das schon der Traum in der Schulzeit? Also die anderen wollten Krankenschwester, Lokführer werden. Er sagte, Pastoren? Also auf keinen Fall. Für mich gab es immer zwei Schreckensmomente im Leben eines Schülers. Das erste war, wir schreiben einen Aufsatz. Das war der erste Schreck. Schlimmer war nur noch, du musst vor die Leute stehen und etwas sagen. Das hat mich zerstört, wenn der Lehrer das gesagt hat. Ich hätte nie geträumt und nie geglaubt, dass ich einmal mit Freude vor Menschen stehe und das Wort Gottes austeile. Nie. Unfassbar. Dann war es bestimmt bei dir der Fall, Cornelia, oder? Dein Traum? Auch nicht. Nein, wir waren ja beide fest in unserem Beruf in der Schweiz, als wir einfach immer stärker gespürt haben, Gott möchte uns an eine Bibelschule schicken. Und auch die Bibelschule haben wir nur gemacht, weil wir mehr von Gott lernen wollten, weil wir die Bibel besser kennenlernen wollten. Aber wir haben überhaupt nicht an Berufung gedacht und schon gar nicht als Pastoren. Tatsächlich sogar an der Bibelschule hat man gesagt, die meisten von euch werden mal Pastoren sein. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, wir nicht. Ich hatte auch so ein Bild vor meinen Augen, was viele Menschen ja auch uns immer mal wieder fragen, du, was macht eigentlich ein Pastor von Montag bis Samstag? Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, was die Aufgaben eines Pastors sind, nur hatte ich so ein Vorurteil, der sitzt den ganzen Tag in seinem Studierzimmer, liest die Bibel und studiert und das war überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Also wir sind in den Dienst reingewachsen, Schritt für Schritt. Spannend. Und habt ihr es bereut? Nie, nie. Ist die beste Berufung, ist der beste Job des Lebens. Herausfordernd, aber super. Ja. Wenn du das Thema Herausforderung benennst, mit Menschen zu arbeiten, ist sehr erfüllend, aber auch nicht ohne Konflikte, ohne schwierige Momente. Man geht mit Menschen auch durch schwere Zeiten und vieles mehr. Was hält euch da am Laufen? Was ist eure Motivation? Also für mich eins ganz sicher einfach, dass ich weiß, was meine Berufung ist. Ich kann nicht von Gottes Berufung wegrennen und immer noch in Gottes Segen leben. Also das ist, was mich antreibt. Aufgeben ist einfach keine Option. Ich will den Lauf, den Gott für mich hat, vollenden. Und das Zweite, mehr im Natürlichen, ja, es gibt viele Herausforderungen, aber wir dürfen als Pastoren erleben, wie Menschenleben verändert werden, wie Ehen gerettet werden, wie Menschen frei werden von falschem Denken, von Gebundenheiten, wie Menschen einfach vorwärts kommen mit Jesus. Wir dürfen das jeden Tag fast sehen, wie Gott wirklich Menschen verändert. Und das ist auch, würde ich sagen, die Belohnung eines Pastors. Und das ist etwas, was mich antreibt. Wir waren einmal zwischen zwei Missionsjahren, also von St. Petersburg nach Hause gekommen. Und ich hatte so im Kopf gedacht, unser Weg führt weiter in der Schweiz. Und dann haben wir schnell gemerkt, dass wir zurück sollen nach Russland. Und dann haben wir uns so komisch gefühlt. Wir lieben unsere Schweiz, wir lieben das Umfeld, wir lieben die Berge, wir lieben unsere Verwandten, wir lieben unsere Freunde in der Schweiz. Aber wir haben uns so gefühlt, ein Prediger hat das mal so gesagt, wie wenn du ein Bad nimmst mit den Socken an. Die ganze Welt war verkehrt, weil wir gespürt haben, wir sind nicht mehr im Willen Gottes. Und um zurückzukommen in den Willen Gottes, da wo der Segen und die Freude ist und die Gnade ist, würde ich alles tun. Und das hat uns immer im Dienst gehalten. Es ist tausendmal besser, in der Gnade und im Willen Gottes zu sein, als sonst irgendwo in der Welt. Danke für eure Antworten zu dieser Frage. Das ging richtig tief rein. Gibt es einen Satz, der euch geprägt hat? Oder hat einer von euch oder ihr beide ein Zitat oder ein Bibelvers,
der so wie ein roter Faden ist für euch? Also das ist jetzt vielleicht nicht nur für den Dienst, sondern für mein Leben oder unser Leben allgemein ein Satz, der mich sehr geprägt hat, den ich auch viele Jahre an einer Tür aufgeheftet hatte. Der heißt, das Leben ist 10%, was mit dir geschieht und 90%, was du daraus machst oder wie du reagierst. Und ich glaube, in allen Bereichen kommt es immer darauf an, was ist meine Einstellung und wie gehe ich mit dieser Sache um, damit ich siegreich in jeder Sache rauskommen kann oder damit ich in jedem Herausforderung wirklich Jesus verherrlichen kann. Mein Satz wäre, God's bigger. Gott ist größer. Immer wenn es gestürmt hat oder wenn irgendwas ist, habe ich gedacht, Gott ist größer. Ich weiß zwar nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wann, aber Gott ist größer als das. Und das hat mich immer durchgetragen. Wunderbar. Scheinbar kommt man mit beiden Sätzen sehr, sehr weit, wenn ich mir eure Geschichte so angucke. Ja. Jetzt seid ihr, habt es schon erwähnt, als Schweizer an den verschiedensten Orten der Welt gewesen, um Reich Gottes zu bauen. In Russland, da habt ihr uns von euren Abenteuern schon erzählt. Und jetzt seid ihr seit 20 Jahren oder über 20 Jahren schon in Deutschland. Und wenn ihr so nachdenkt, die nächsten 5 Jahre, wir haben diese besondere Zeit im Moment, wo wird der Leib Christi stehen? In Deutschland oder lasst uns mal vielleicht größer formulieren, in Europa. Was seht ihr auf uns zukommen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Gemeinden stärker sein werden oder ich denke, die Gemeinden müssen stärker werden. Ich glaube, eines, was man beobachtet und was von uns Christen gefordert ist, dass wir immer mehr einen Stand einnehmen müssen, dass wir einen Stand für Jesus einnehmen müssen, einen Stand für die biblische Wahrheit einnehmen müssen. Also wir können nicht mehr einfach nur zuschauen oder so tun, als ob das jetzt nicht so wichtig ist, sondern je mehr die Wahrheit da draußen verdreht wird, desto mehr müssen wir klar für die Wahrheit einstehen. Und ich glaube, das wird auch trennen, also das heißt vielleicht Weizen von Spreu trennen. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen nicht mehr so hingegeben treu Jesus nachfolgen wollen, weil das einfach Verfolgung mit sich bringt. Aber die, die das machen, die werden gestärkt und so wird auch die Gemeinde Jesu gestärkt werden. Yes. Amen. Kann ich nur Amen sagen. Ja, sehr gut. Toni, du hast gestern gesagt, das Schönste ist immer im Dienst oder generell im Leben als Christ, wenn du einen anderen Menschen zu Jesus führen kannst. Mhm. Und was sind eure Ratschläge für jemanden, der genau an diesem Punkt steht, der vielleicht jetzt zuschaut und sich fragt, ich habe diese Entscheidung für Jesus getroffen, wie geht es jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Also mein erster Ratschlag wäre, finde Leute, die Glauben haben. Oder finde Leute, wie sagt man jemandem das, der vielleicht neu ist? Finde Leute, die die Bibel kennen und finde Leute, die treu sind. Finde eine Gemeinde und finde eine Gruppe. Wo umgib dich, was Pastor Bernd heute so schön gesagt hat, umgib dich mit Leuten, die dich ermutigen und hochziehen, nicht mit solchen, die dich runterziehen. Und Menschen, die an Jesus glauben und Menschen, die die Bibel lesen, und selber verstehen. Keine Theologen, aber Leute, die die Bibel lesen und verstehen. Umgib dich mit solchen Menschen und lerne von ihnen. Frag sie ganz unverschämt, wie betet man, wie macht man das, wie macht man das. Ist völlig okay. Du bist in einem neuen Trade, du bist an einem neuen Ort angekommen. Ist es normal, dass du Fragen hast? Frag einfach. Gemäß dem Motto, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, genau. Hast du schon gesagt. Super. Hast du was zu ergänzen? Oder ein Amen? Ein Amen auf jeden Fall. Natürlich, wir sind Pastoren und ich würde einem Jungen oder jemand, der sich neu für Jesus entschieden hat, auf jeden Fall empfehlen, du brauchst eine Gemeinde. Jeder Christ braucht eine Gemeinde und nicht nur einen Ort, wo du hingehst, sondern einen Ort, wo du eingepflanzt wirst. Weil da kannst du wachsen und gedeihen und zu einem starken Christen werden, zu einem starken Baum, der dann eben nicht wankt, wenn Stürme kommen. Ja. Zum Abschluss habe ich noch 2 Sätze und ich würde euch bitten, dass jeder von euch den Satz vervollständigt. Mhm. Der erste lautet, die Bibel ist für mich. Gottes Handbuch oder das Lebenshandbuch.
Lifeline, ja, das lebendige Wort. Die Bibel ist für mich Nahrung, tägliche Nahrung, die ich einfach lese, ob ich jetzt immer alles verstehe oder nicht, ob es mir gerade im Moment was sagt oder nicht. Und auf der anderen Seite auch das Wort Gottes, das wirklich lebendig ist und Kraft ist und in jede Situation in mein Leben reinsprechen kann. Und deshalb muss ich mich füllen mit dem Wort Gottes jeden Tag. Satz 2. Persönlich wachse ich, indem ich mich mit guten Leuten umgebe und die Bibel lese. Indem ich Herausforderungen annehme, neue Herausforderungen, die Gott mir bringt. Großartig. Herzlichen Dank für euer Hiersein, für das bitte großartige gerne. Interview und die erfrischenden Wahrheiten, die ihr mitgebracht habt. Dankeschön. Danke euch. Danke euch. Gern geschehen.